Hi, hallo und ganz herzlich willkommen hier in meinem Kellerladen. Ich bin Saskia und ich habe Anfang diesen Jahres, wer es noch nicht kennt, beschlossen, dass ich eine einstige Rumpelkammer, also wirklich ein Gerümpelkeller, in einen Kellerladen verwandle. Das Video gibt es tatsächlich schon auf meinem Kanal, verlinke ich euch sehr gerne unten in der Videobeschreibung. Und dann habe ich euch ja versprochen, am Anfang des Jahres, am Ende der Einkochsaison, zeige ich euch, wie sich die Regale gefüllt haben. Und da sind wir jetzt. Das ist das versprochene Video und ich zeige euch jetzt oder ich führe euch jetzt nochmal der Reihe nach durch die Regale. Wenn sich was zum vorhergehenden Video geändert hat, dann gehe ich da ein bisschen näher drauf ein. Und wenn sich Dinge, die schon Bestand hatten, als ich den Keller zum ersten Mal gedreht habe, euch jetzt gezeigt habe, da gehe ich dann ein bisschen schneller durch. Deswegen macht es Sinn, wenn ihr euch erstmal Video Nummer 1 anschaut, falls ihr es noch nicht gesehen habt und dann wieder hierher zurückkommt. Ja, was hat sich getan? Grundsätzlich mal habe ich dieses Jahr meinen Gemüsegarten so angelegt, dass ich sehr viel von der Ratatouille-Soße im Garten selber ernten kann, also von den Zutaten, die ich dafür brauche. Wir hatten zwar ein etwas schwieriges Gartenjahr, aber es hat zum großen Teil tatsächlich geklappt. Meine Rechnung ist aufgegangen. Auberginen, Zucchini und Tomaten hatte ich dank Gewächshäusern dann doch sehr reichlich. Und deswegen haben sich unsere Gläser an Ratatouille-Soße, die wir sehr, sehr gerne essen und auch wirklich überall dazu tun, da gibt es auch schon ein Rezeptvideo hier unten, verlinke ich euch auf meinem Kanal, verlinke ich euch auch hier unten in der Videobeschreibung. Das essen wir sehr, sehr gerne, eben in den verschiedensten Varianten. Und da war dieses Jahr meine kleine Challenge. Ich schaue mal, wie weit ich komme, wenn ich hauptsächlich Auberginen, Zucchini und Tomaten anbaue. Und ich bin ganz zufrieden, das hat ganz gut geklappt. Vieles von den Gläsern, die ihr hier seht, gibt es die Rezepte auch schon auf meinem Kanal. Also schaut in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch alles, was es gibt. Dann könnt ihr euch da durchgucken, falls ihr bei irgendwas Lust habt, das selber auszuprobieren oder nachzumachen, selber einzukochen, findet ihr in der Videobeschreibung unten ganz genau verlinkt. Wo ihr es nicht findet, dafür gibt es noch kein Rezept. Das folgt dann in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, dann würde ich sagen, hole ich euch mal näher ran und zeige euch die einzelnen Gläser. Vorher gibt es aber noch einen Schluck Kaffee. Bevor wir jetzt mit den Einkochgläsern anfangen, starten wir beim Dosenregal, weil das euch so gut gefallen hat, schon bei der ersten Kellertour. Und da bin ich nur so nebenbei drauf eingegangen. Also, das ist Marke Eigenbau. Mein Mann hat das selbst gebaut. Ich habe das irgendwo mal gesehen gehabt auf Pinterest und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie toll, das möchte ich auch. Kannst du mir das bitte bauen, Schatz? Und er hat es dann auch gemacht. Das funktioniert nach dem First-in-First-out-Prinzip. Das heißt, ich gebe hier oben meine Dosen rein und die jeweils ältesten sind ja dann unten, die neuesten hier oben. Das heißt, ich ziehe einfach hier unten raus. Tada! Und dann kann ich hier meine Dosen entnehmen, die ich brauche zum Kochen, zum Backen. Das ist jetzt hier Kokosmilch. Die habe ich sehr günstig bekommen. Ich mache das immer so, wenn irgendwas im Angebot ist, dann nehme ich mir halt einfach zwei, drei Sachen oder zwei, drei Packungen, zum Beispiel bei Reis oder Nudeln oder irgend sowas. Oder jetzt hier eine ganze Stiege mehr mit. Und dann hat man sich ganz schön was gespart, weil Kokosmilch essen oder verbrauchen wir gerne oder viel in unseren Gerichten und dann kann ich es mir ja auch auf Vorrat besorgen, wenn sie es mal gerade günstiger haben und deswegen haben wir die jetzt hier in der Menge. Wenn ich was neu kaufe, kommt das hier oben wieder rein und dann habe ich hier unten wieder meinen Auslass. Hier haben wir noch ein paar Tomatendosen, Gott sei Dank nicht mehr ganz so viele, weil ich habe ja da einiges selber eingekocht, das sehen wir gleich und hier noch jede Menge Kidneybohnen, weil wir die sehr gerne im Chili essen. So, hier haben wir Blumenkohl. Wir hatten dieses Jahr richtig Glück mit Kohl. Durch dieses lange, kalt, nasse Frühjahr ist er im Gewächshaus wunderbar gediehen. Und die ich überschüssig hatte, habe ich hier eingekocht. Die kann ich dann jederzeit zu irgendeinem Eintopf oder auch Essigsauer als Salat wunderbar zugeben. Dann haben wir hier noch eine Thai-Karotten-Kokossuppe, da gibt es noch kein Rezept, das habe ich jetzt mal ausprobiert, da habe ich günstig sehr tolle Karotten bekommen, habe die mit meiner im Dosenregal befindlichen Kokosmilch mal gekocht, hat lecker geschmeckt, eingekocht, weil ich gleich mehr gemacht habe, wenn es auch nach dem Einkochen noch weiterhin lecker ist. Dann teile ich das Rezept gerne mit euch, aber das haben wir jetzt mal hier zum Ausprobieren. Dann haben wir hier die Ratatouille-Soße, von der ich euch erzählt habe. Hier haben wir die Ratatouille-Soße aus dem Crockpot.
da gibt es schon ein Video. Hier haben wir die Roasted Ratatouille Soße. Ich habe beide Soßen, ihr seht das auch sehr schön an der Farbe. Die hier ist eben nicht geröstet, die ist genauso wie sie war gekocht. Die ist geröstet, da seht ihr, da waren halt auch schöne Röststellen dran. Die ist dunkler geworden, deswegen ist die auch dunkler, die ist brauner, die ist roter. Und ich nehme die geröstete gerne, wenn ich etwas mag mit kräftigem Geschmack und Aroma, so richtig, ja, wenn es richtig draußen kalt ist. Und diese hier, die nicht geröstete, wenn wir es etwas fruchtiger mögen. Und da bin ich jetzt sehr glücklich, dass ich da einiges an Gläsern habe und auch auswählen kann. Dann haben wir noch jede Menge Tomatensoße. Da bin ich auch sehr happy drüber. Das sind jetzt beides, ich muss es nur zusammenstellen. Das sind jetzt beides Tomatensoßen aus dem Crockpot. Ich weiß nicht, da habe ich euch nur auf Instagram, glaube ich, mitgenommen. Auf YouTube jetzt noch nicht. Das sind einfach im Crockpot weich gekochte Tomaten, am nächsten Tag püriert und dann hier in die Gläser abgefüllt. Einmal 1 Liter, einmal 600 Milliliter. Die ist auch flüssiger. Das seht ihr hier, die ist schön flüssig. Da kann ich dann wirklich alles damit machen. Die kann ich entweder als Tomatendosenersatz nehmen oder ich kann sie für was anderes verwenden. Und die Flüssigkeit, die eventuell zu viel ist, die reduziert sich dann beim Kochen raus. Oder ich lasse es so, je nachdem, wie ich es brauche. Das ist jetzt hier einfach ganz simple Basic Tomatensauce. Hier haben wir für die, die es etwas schärfer mögen, eine Arrabbiata selber gemacht. Hier unten seht ihr sehr schön, da hat sich das Fruchtfleisch oben, mal schauen, wo scharf ist, da hat sich hier das Fruchtfleisch oben abgesetzt und hier ist das Wasser. Das macht gar nichts, also da braucht ihr euch nicht, da wurde ich auch schon mal gefragt, Hilfe, bei mir habe ich Wasser drin. Das ist ganz normal, wir arbeiten ohne Verdickungsmittel, wir machen das selber, wir haben keine Bindemittel drin und dann kann das durchaus mal sein, dass sich praktisch, wo ist da bist du, dass sich praktisch Fruchtfleisch nach oben absetzt und hier unten die Flüssigkeit ist. Im Kochtopf wird es umgerührt und dann ist wieder alles homogen. Das ist wie manchmal bei einem Joghurt. Kennt ihr das, wenn oben drauf ein bisschen Wasser ist, ein bisschen Flüssigkeit? Das einfach unterrühren ist nichts Schlimmes. Hier haben wir das wahrscheinlich erfolgreichste Video bisher auf meinem Kanal. Die geröstete Tomatensauce, also die Roasted Tomato Sauce, die ist schön fest. Die habe ich hier in diesen 600 Milliliter Gläschen eingekocht, denn die möchte ich gerne für Pizzabelag hernehmen, hauptsächlich. Oder eben, man kann sie auch so wie sie ist, das ist ja fast schon eine Paste, seht ihr das? So wie sie ist, als Gewürz- oder Würzmischung, Würzpaste zu jeder Tomatensauce oder wo ich es halt dazugeben möchte, dazugeben. Aber für mich ist es, oder für uns ist es dieses Jahr wirklich für selbstgemachte Pizza. Das werden wir auch miteinander machen. Also alles, was wir hier machen, machen wir früher oder später miteinander, entweder als Rezept oder wir haben es schon gemacht. Wie gesagt, alle Rezepte von allen Gläsern, die ich hier schon verfilmt habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und was wir aus diesen ganzen Kostbarkeiten machen, aus diesen Schätzen, die wir jetzt über den Sommer, wo wir uns die Arbeit gemacht haben und wirklich tolle Lebensmittel eingekocht haben, was wir damit machen, das da nehme ich euch natürlich auch mit. Also das endet jetzt hier nicht, sondern wir machen dann natürlich lustig weiter. Und wir werden auch wieder miteinander Fleischsoßen einkochen. Ich habe hier die Bolognese Hackfleischsoße und hier habe ich eine Gulaschsuppe. Jetzt gibt es natürlich immer wieder auch unter meinen Videos, vor allem bei diesen Einkochvideos von Fleisch, das Thema Botulismus. Da denke ich, hat jeder so seine eigenen Vorstellungen, wie er oder sie oder es das machen möchte. Ich mache es immer schon nach dem Weg-Einkochbuch. Genauso hat es meine Oma gemacht. Wenn es da nicht geklappt hätte, wäre ich heute nicht hier und könnte es euch erzählen. Bei mir hat das wunderbar funktioniert, wie das hier im Weg-Einkochbuch steht. Wer es anders machen möchte, soll das gerne anders machen. Egal ob zweimal einkochen, egal ob unter Druck einkochen oder wie ich nur im Wasserbad bei 100 Grad 2 Stunden lang. Das ist wirklich jedem selber überlassen. Ich sage nicht, wie es gut und richtig ist. Für mich funktioniert es einmal eingekocht im Wasserbad. Wer es anders machen möchte, kein Problem. Gilt aber sowieso für alles und überhaupt für alles auf meinem Kanal. Ich sage ja nicht, ich stelle ja hier keine neuen Regeln auf. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ich zeige nur, wie es ich mache und wie es für uns funktioniert. Dann haben wir noch, genau, die Gulaschsuppe in einmal 1 Liter und die Gulaschsuppe in 1/2 Liter. Das ist immer ganz praktisch, wenn unsere Azubis oder Studenten sich was mitnehmen möchten, dann haben wir da eine kleinere Portion oder wenn wir nicht da sind, aber sie sind da und wollen sich was herrichten. Also das hat sich schon sehr bewährt.
in zwei Größen auch einzukochen, für die kleinere Personenanzahl oder eben für die größere Personenanzahl. Hier hinten haben wir noch eine Kürbissuppe, das war ein grüner Hokkaido mit Karotten. Gibt da natürlich, ne? Grün und Orange, gibt da eine lustige Farbe. Schaut interessant aus, schmeckt aber sehr lecker und habe ich gemacht letztes Jahr im August. Und das werden wir jetzt dann auch schon langsam aufbrauchen, weil ich brauche dann die Gläser für meinen Butternut. Dann haben wir hier den Krautsalat. Das ist ganz normal eingekochter Weißkohl, hier mit Senfkörnern. Super lecker. Ich habe das Rezept auch noch als Krautsalat Deluxe. Das ist jetzt der einfache Krautsalat. Der Krautsalat Deluxe ist mit Karotten. Der ist schon aus, den kann ich euch nicht mehr zeigen, aber ich habe jetzt am Wochenmarkt wunderbare, tolle, bunte Karotten bekommen. Also werde ich wieder einen Krautsalat Deluxe mit bunten Karotten machen. Da freue ich mich schon drauf. Der ist nämlich auch sehr, sehr lecker. Vor allem mit den Karotten kriegt er halt auch nochmal Farbe, weil eingekochter Krautsalat natürlich farblich auch immer ein bisschen nachlässt. Aber mit den Karotten, also es schmeckt total toll, aber farblich ist halt der mit den Karotten ein bisschen interessanter, falls das für euch ein Thema sein sollte. Dann haben wir hier auch was, das bei uns nicht fehlen darf. Das ist rote Beete, eingekocht, süß-sauer. Das ist auch ein Glas, das bei uns nicht fehlen darf. Die werden sehr, sehr gern gegessen. Und da bei dieser Charge sogar war es so, ich habe da einige gemacht gehabt. Und bis ich so dazu kam, dass ich die in den Keller räume, sind schon vier von denen praktisch verschwunden gewesen. Also habe ich dann nur noch ein paar Reste runtertragen dürfen. Also da muss ich jetzt auch wieder schnell sein. Wenn ihr rote Beete findet auf dem Wochenmarkt, nehmt euch die mit. Das ist ein super leckeres Rezept für alle, die es etwas süß-säuerlicher mögen. Und wenn ihr zu denen gehört, die keine rote Beete mögen, mir ging es ganz genauso, probiert das mal aus, von mir aus in einer kleinen Menge. Die müssen auch ein paar Wochen durchziehen, dass die so richtig Aroma entwickeln. Die industriell hergestellten rote Beete, die habe ich einfach nicht gemocht. Aber das selber gemachte hier kann ich ganz genauso wegessen. Definitiv ein Versuch wert, falls ihr genau wie ich eigentlich der Meinung seid, ihr mögt keine rote Beete. Dann haben wir hier noch verschiedene Gurken. Das sind Honig-Senf-Gurken, das sind Essiggurken, das sind so Sandwich-Gurken oder so eine Art Gurkensalat. Also die habe ich ganz normal eingekocht wie Gurkensalat, also hergerichtet wie Gurkensalat und dann eingekocht. Und wir haben es schon ausprobiert. Es ist nicht ganz so knackig, wie ich mir gedacht habe, dass es noch bleibt. Aber als Sandwich-Gurken sind die perfekt. Also wir haben das schon probiert mit einem Burger. Super lecker, auch die Säure ist toll. Oder auch zu selbstgemachten Hotdogs ist das eine ganz tolle Alternative. Also wir werden es definitiv nächstes Jahr wieder noch mal mehr machen. Das war dieses Jahr ein Versuch. Den habe ich im Juli gemacht und wir hatten im August, jetzt habe ich nur noch drei Gläser, weil ich es wirklich nur ausprobiert habe, im Juli gemacht und im August oder im August in die Sommerferien haben wir das dann ausprobiert und war sehr lecker. Dann habe ich hier von einer Followerin, das probiere ich auch gerade aus, die Yoshi-Eggs mal eingekocht. Eine Followerin hat geschrieben, sie macht das regelmäßig. Und das probiere ich jetzt aus. Die sind jetzt auch schon vom August, von Anfang August. Die lassen wir jetzt hier stehen. Dahinter habe ich noch welche im Juli gemacht. Und dann probieren wir mal, wie das klappt. Wenn das gut klappt und so ist, dass ich es euch gerne weiterempfehle, dann machen wir das auch noch miteinander, dass wir die einkochen. Hier habe ich noch Pastinakenmus. Das kennt ihr noch aus der ersten Kellertour. Da haben wir noch was übrig. Also das haben wir jetzt noch nicht in der Menge gebraucht, dass ich sechs Gläschen sind noch da von meinem Pastinakenmus. Und dann ist eigentlich die Reihe auch schon durch. Also hier ist eher so ein bisschen die Salatabteilung, die Sauerkonserven, wenn man so möchte. Und dann geht es jetzt weiter hier in die Suppen- und Soulfood-Feelgood-Area. Wir haben hier Hühnerbrühe eingekocht. Das ist jetzt nur noch im 1,5 Liter Glas übrig. Ich werde auf jeden Fall jetzt bald mal wieder Hühnerbrühe einkochen für auch kleinere Portionen. Das ist wirklich, wenn wir mal mehrere sind und mehrere diese Suppe essen wollen. Sonst, wenn ich nur weniger Personen habe oder weniger Portionen brauche, dann habe ich das auch in verschiedenen Größen. Habt ihr ja vorhin auch gesehen bei der Gulaschsuppe. Je nachdem, für welchen Bedarf ich einkoche,
mache ich dann auch mal das gleiche Gericht in verschiedenen Größen. Die ist, wenn wir zu dritt, zu viert essen. Und die kleineren Größen sind es halt, wenn es nur zum Beispiel mein Jüngster und ich sind. Hier habe ich noch ein Glas Beinscheibe vom Rind. Und hier habe ich noch drei Gläser Rinderbrühe aus der Querrippe. Das seht ihr da. Ist sehr schön stückig. Die Beinscheibe, die habe ich schön lang mitkochen lassen, wegen dem Knochen auch. Da ist das Fleisch dann schon etwas faseriger und zerfallener. Das ist auch eben immer ganz toll. Vor allem Suppen und Knochenbrühen koche ich im Winter oder für den Herbst und Winter sehr gerne schon auf Vorrat einfach. Das ist dann schon so oft so praktisch gewesen, dass ich dann einfach in den Keller gehen kann und die Suppe schon habe. Oder auch wenn ich krank bin, dann mag ich nicht mit 38, nee, aber mit 39, 40 Fieber mich noch hinstellen und noch 3 Stunden eine Suppe auskochen oder 2 oder wie lang es halt dauert, je nachdem, was ich machen möchte. Sondern ich habe mir die Arbeit schon gemacht, als es mir gut ging, als es leicht ging. Und da bin ich dann immer sehr dankbar meinem früheren Ich, dass es sich um unser späteres Wir, also Familienmitglieder oder mich, gekümmert hat. Und ja, also ich mag diese Art von Vorratshaltung. Dann haben wir hier noch Knochenbrühe aus Markknochen. Da hatte ich an dem Tag noch irgendwas vor und habe dann nicht warten können, bis mir das erkaltet, damit ich das Fett abschöpfen kann. Deswegen hier die mit den meisten Fett habe ich vorne hingestellt, die mit weniger nach hinten, dass ich die dann auch schnell aufbrauche. Das Schöne ist, dadurch, dass es jetzt erkaltet und erstarrt ist, kann ich es einfach aus der Brühe rausnehmen mit einem Sieblöffel mit so einer Schöpfkelle und dann kann man das super nämlich noch zum Anbraten verwenden und das mache ich auch sehr gerne. Dann kommen wir hier zur Gemüsebrühe aus Resten. Das ist ein Rezept, das liebe ich. Da habe ich auch wirklich einige Flaschen wieder und ich habe auch im Gefrierschrank schon wieder neue Gemüsereste, die ich jetzt die ganze Zeit gesammelt habe, als wir jetzt im Sommer so viel zum Einkochen hatten. Und wie der Name schon sagt, es ist Gemüsebrühe aus Resten. Die wird nur aus Schalen und Abschnitten eingekocht. Die habe ich immer da, die ist super toll. Damit kann man Gerichte geschmacklich verfeinern. Ihr könnt damit Reis kochen und Nudeln kochen, dann habt ihr da schon richtig Geschmack drin. Risotto auch. Ihr könnt das so, wie es ist, anstelle von Brühwürfeln und so Fixprodukten, das ist eure Gemüsebrühe. Die könnt ihr überall dazu geben, wo ihr normalerweise Gemüsebrühe oder eine Brühwürfel geben würdet. Da ist die perfekt. Und davon gibt es schon ein Rezept, das verlinke ich euch selbstverständlich auch unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir hier eine ganz herrliche Kartoffelsuppe. Die ist auch so lecker. Da haben wir auch immer Gläser da. Meine Tochter liebt die. Die nimmt sie sich auch immer gern mit in die Studentenbude und macht sich die dann warm. Ich habe die ohne Sahne und ohne Milch oder irgendwas eingekocht. Das ist jetzt rein die in Wasser gekochte, pürierte Kartoffel. Die ist dann auch etwas dicker. Ihr seht das hier. Hier oben hat sich Wasser abgesetzt. Hier ist es fast, es kommt dann auch fast raus wie ein Kartoffelpüree. Dann wird das übers Erwärmen wieder flüssiger und dann gibt man auch Sahne oder Milch dazu. Und dann hat man eine ganz tolle cremige Kartoffelsuppe. Nur eben, man darf nicht mit Milch oder Sahne einkochen. Das klappt nicht. Also das wird euch sauer. Ihr könnt das schon einkochen, aber es wird halt nichts. Ne? Und da ist das jetzt super so. Und dann hat man das so wie im Baukastensystem. Nimmst du den mit, gibst daheim noch ein bisschen Milch oder Sahne dazu oder was auch immer ihr in eure Kartoffelsuppe gerne geben wollt. Und das ist ein Seelenschmeichler, ich sag's euch, wenn es draußen eklig ist oder man einfach so eine schöne Kartoffelsuppe, ein bisschen Gewürze dazu, perfekt. Dann haben wir hier, das haben wir ja gemeinsam gemacht, unsere Kartoffel in Stückchen vorgekocht für eben, wenn ich mal was strecken möchte, wie zum Beispiel ein Chili, wenn wir Chili essen wollen und wir hatten das schon ein, zwei Mal, dass dann Besuch da war. Und ach komm, setz dich hin, ess mit. Dann kann man das noch schnell dazugeben, wenn man es weiß. Und dann noch schnell mit aufkochen. Oder wenn jemand etwas länger bleibt und man sagt, magst du noch zum Abendessen bleiben? Also ist das super. Oder wenn man einfach aus einer etwas dünneren Suppe noch ein bisschen was rausholen möchte, gebe ich die auch ganz gern dazu. Zum Beispiel auch hier, wenn ich die zwei Sachen nur aufwärme und jetzt ist doch noch jemand mit, dann habe ich hier meine Hühnerbrühe, die ich aufwärme und dann ist in 10 Minuten, Viertelstunde, die sind dann alle miteinander schön aufgewärmt. Dann kann ich das wie im Baukastensystem zusammenschütten und muss nicht noch eine Kartoffel schälen, muss die nicht noch kochen, weil die sind schon gekocht. Also das ist, mag ich so gerne an der Vorbereitung, wenn man einfach hier was nimmt und da was nimmt, das Ganze nochmal sprudelnd aufkochen lassen. Das ist immer ganz wichtig bei diesen Dingen. 10 Minuten sprudelnd kochen und dann ist das auch
relativ schnell ein sehr leckeres Essen und ihr braucht euch nicht noch Gedanken machen, oh Gott, ich muss jetzt aber die Kartoffeln noch eine halbe Stunde kochen und schälen und so weiter. Also das ist halt, das macht es für mich immer so praktisch. Dann haben wir jetzt hier noch große Tomatendosen. Die habe ich euch schon im ersten Video gezeigt. Das sind 4000 Gramm, also 4 Kilo Tomatendosen. Denn wenn ich etwas größer einkoche, dann komme ich mit denen einfach besser zurecht, als wie mit diesen, weiß ich nicht, 5-6 Dosen von diesen kleinen Tomatendosen. Und das ist dann für mich praktischer, deswegen habe ich es in der großen Menge. Mein Ziel und mein Traum ist allerdings, irgendwann genug Tomatensauce selber aus eigenen Tomaten einzukochen, dass ich die nicht mehr brauche. Bis dahin habe ich die aber noch als Backup-Plan. Hier haben wir noch so eine kleine Fischabteilung. Das sind einfach nur ein paar Dosenfische. Da habe ich noch geschnittene Champignons. Wenn ich mal etwas Größeres kochen möchte, haben wir hier 2 Kilo Champignons, 2,5 sogar. Hier haben wir einen unglaublich tollen Apfelsaft von Bekannten. Das ist was Feines. Die haben einen großen Obstanger mit verschiedenen Apfelbäumen und verschiedenen Apfelsorten und haben den zum Pressen gebracht. Und das ist ein Schätzchen. Das ist ganz toll. Da haben wir uns 2 Boxen gesichert und der ist auch wirklich, das ist nicht vergleichbar mit Apfelsaft. Wer selber schon frischen Apfelsaft getrunken hat, weiß, wovon ich spreche. Der ist nicht vergleichbar mit gekauften Apfelsaft. Der ist auch pur unglaublich lecker, aber man kann den auch immer noch verdünnen und hat immer noch einen Bombengeschmack. Und das ist wirklich toll, wenn man an frisch und ungespritzten Apfelsaft vor allem auch kommt. Das sind ja ungespritzte Äpfel. Übrigens dieselben, die ich alle hier verwendet habe für unser Apfelmus. Da kommen wir jetzt aber gleich hin. Jetzt machen wir hier noch schnell fertig. Hier ist unsere Asia-Abteilung. Da habe ich, auch da hat sich nicht viel verändert zum letzten Video. Reispapier, Wakame-Algen, Nori-Blätter, Sushi-Reis. Also das haben wir hier drin. Wir essen sehr gerne asiatisch. Hier habe ich noch rote Currypaste. Die habe ich im Angebot mal mitgenommen. Hier haben wir noch Erdnussmus. Das kann man auch beides selber machen. Das werde ich jetzt auch im Winter mich mal hinstellen und mir mal ein paar Versuche, die ich im Kopf habe, machen. Und wenn es gut ist und so wie ich mir das vorstelle, teile ich das natürlich mit euch. Hier hinten haben wir noch Morcheln, also getrocknete Pilze und alles das. Hier haben wir Glasnudeln, nochmal Glasnudeln, Mienudeln. Also das hier ist unsere Asia-Abteilung. Hier unten habe ich noch Ballonflaschen oder kleinere Ballonflaschen. Die sind sehr toll. Man kann das hier abziehen. Das ist jetzt, dann sind sie nämlich schöner. Da habe ich nämlich meinen Apfelessig drin, beziehungsweise reift er gerade oben und dann kann man das hier schön abfüllen. Auch wenn wir zur Quelle fahren und uns Quellwasser holen, das kann man bei uns machen. Füllen wir das Wasser da gerne ein anstelle von den Plastikkanistern. Das ist jetzt nicht so schön, ist aber toll zum Transport, wenn man vor allem bei der Quelle, wo wir das Wasser eben holen, auf den Steinboden stellt, dann hat man da einen Stoß- und Sprungschutz. Jetzt muss ich nur gucken, so rum geht's rein. Also die sind toll. Verlinke ich euch auch sehr gerne unten in der Videobeschreibung. Von denen bin ich sehr begeistert. Das war ein Set mit 6 Flaschen, a 5 Liter. Wunderschön, da kann ich jetzt meinen Apfelessig drin reifen lassen, oben in der Küche gerade. Und hier unten habe ich dann, wenn ich nochmal Apfelessig ansetze oder eben wenn wir zur Quelle fahren. Dann haben wir jetzt hier verschiedene Kleinigkeiten, die wir aber in der Menge tatsächlich kaum brauchen. Deswegen habe ich da immer nur eins. Das ist jetzt Sojasauce. Davon haben wir 2 tatsächlich. Das stimmt nicht. Also Sojasauce ist die Ausnahme. Von der haben wir einige oben noch im Keller, oben im in der Brauchspeisekammer, da haben wir so einen kleinen Raum neben der Küche uns damals abgetrennt. Das sind die Dinge, die ich für den täglichen Bedarf habe. Hier unten sind ja nur die Sachen, die wirklich kühl und dunkel gelagert werden müssen. Hier unten fülle ich auf, wie zum Einkaufen, gehe ich hier unten einkaufen und habe dann oben meine kleineren Mengen, weil da ist es eben nicht lichtgeschützt, da ist es nicht kühl. Hier unten ist es eben stockdunkel. Wenn ich jetzt hier kein Licht anschalte, ist hier auch stockdunkel. Also es ist hier sehr lichtgeschützt, möchte ich schon fast sagen, ne? Dann haben wir hier unten noch meine ganzen Essige. Tafelessig, Balsamico-Essig, Rotweinessig, einen Kräuteressig. Hier haben wir noch Weißweinessig. Die brauche ich hauptsächlich zum Einkochen tatsächlich. Und Essig geht nicht kaputt. Also wenn es mal ein günstiges Angebot gab, im Großmarkt habe ich die besorgt, dann habe ich da einfach 1-2 Kanister
mitgenommen davon. Hier hinten habe ich noch einen Kanister Olivenöl. Der letzte 5-Liter-Kanister, den wir noch zu einem Preis bekommen haben, der wesentlich günstiger war. Jetzt kostet das Ganze 10 Euro pro Liter. Den habe ich günstiger, ich weiß nicht mehr wie viel. Das ist jetzt mein letzter Kanister. Und dann muss ich auch wieder für 10 Euro ungefähr, der Liter kostet jetzt gerade, ne? Dann haben wir hier noch etwas kleinere Abpackungen, die waren auch mal im Angebot. Hier habe ich noch einen naturtrüben Apfelessig. Und dann haben wir hier ein Paket Essigessenz. Die nehme ich immer sehr gerne zum Putzen. Das seht ihr immer wieder in meinen Videos. Essigessenz, also da habe ich verschiedene. Da habe ich noch eine andere Marke, das ist ganz egal. Also einfach eine Essigessenz, mit der, das ist einfach mein 0815 Putzmittel tatsächlich. Damit putze ich Fenster, damit putze ich Oberflächen und damit entkalke ich auch meine Gläser. Dann geht es hier oben weiter. Wir haben hier Honig von einer Freundin, die ist Imkerin. Und ich habe auch gerade noch von einem Arbeitskollegen von meinem Mann, da haben wir auch noch einen größeren Honigvorrat in Aussicht. Das bedeutet, da werde ich jetzt demnächst auch einen Eimer Honig bekommen. Der ist nämlich ganz toll für meine Ochsenmehle, für mein natürliches Antibiotikum. Das zeige ich euch auch. Das reift nämlich hier oben sehr schön. Da sind wir jetzt dann, wenn ich die Kamera drehe und wir die Wand anschauen. Also für die Hausapotheke, ob das jetzt ein Hustenhonig ist oder eben fürs Ochsenmehl. Und da ist halt wirklich gut und wichtig, dass man den Honig auch vom Imker nimmt, weil der Honig natürlich alle Inhaltsstoffe bietet, die unserem Körper gut tun. Im Supermarkt ist leider Honig nicht immer gleich Honig, aber da habt ihr bestimmt auch schon mal was davon gehört. Dann haben wir hier unsere Marmeladeabteilung und das ist noch ein Sirup. Da habe ich noch einen Reneklodensirup gekocht. Dann haben wir hier noch Apple Butter. Das ist was Leckeres und das werden wir auch noch gemeinsam machen. Apple Butter ist ein unglaublich toller, sehr süßer Brotaufstrich oder auch Kuchenbodengrundlage oder für zum Beispiel Apfelzimtschnecken. Apple Butter werden wir auf jeden Fall definitiv jetzt im Herbst gemeinsam machen. Dann haben wir hier noch verschiedene Marmeladen. Hier haben wir noch schwarze Johannisbeermarmelade. Hier ist rote Johannisbeermarmelade. Das ist eine Marmelade, die ist mir sehr, sehr wichtig. Die habe ich geschenkt bekommen. Die erinnert mich an die Zeit, als ich mal in London war. Da sind wir durch diesen Laden durch und haben eine Old Times Orange Marmelade uns mitgenommen und die habe ich dann mal geschenkt bekommen. Und die ist mir so heilig, ich kann ja was eine ganze Weile anbeten, wenn ich etwas nicht ganz so oft bekomme. Und da freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich die sehe. Und, ach, ich habe eine Marmelade. Dann haben wir hier noch Aprikosen-Nektarinen-Marmelade, habe ich noch gemacht in verschiedenen Größen. Hier mal die 220er, hier die 370 Milliliter Tulpe. Und dann geht es hier oben auch schon weiter mit den Säften: Aroniasaft, Quittensaft, Holundersaft. Die haben wir ja miteinander schon entsaftet. Da gibt es schon ein Video, wie ich das im Dampfentsafter mache. Auch hier haben wir ein Video. Wir haben hier miteinander Mandarinen eingekocht. Mal gucken, da müssen wir hin. Mandarinen eingekocht. Das Video verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und dann haben wir hier tatsächlich unseren ganzen Stolz, möchte ich schon fast sagen, Apfelmus. Das hier ist alles Apfelmus. Wir haben dieses Jahr ein bisschen Pech gehabt mit unseren eigenen Äpfeln. Die haben tatsächlich nicht so getragen, dass wir recht viel machen konnten. Ein paar Äpfel hatten wir tatsächlich, aber wir haben von Bekannten, die haben einen riesigen Obstanger, die wussten gar nicht mehr, wohin damit. Äpfel geschenkt bekommen. Das Video folgt bald. Ich habe damit auch Apfelessig gemacht und eben Apfelmus. Verschiedene Varianten. Ganz normales Apfelmus. Das hier ist Apfelmus mit Zimt. Auch das machen wir eigentlich immer. Also hier ist Apfelmus ohne Geschmack, hier ist Apfelmus mit ordentlich Zimt und hier habe ich noch Apfelmus als Apple Crumble. Das heißt, da sind noch weihnachtliche Gewürze dabei wie Nelken, bisschen Muskat. Also alles das werde ich euch aber auch noch, werden wir auch noch mal miteinander machen, weil ich habe noch ein paar Äpfel bekommen. Dann haben wir hier Zwetschgenmus, ein bisschen was von eigenen Zwetschgen. Auch da war dieses Jahr, also bei uns, wo unsere Bäume stehen, wenigstens war die Ausbeute dieses Jahr nicht ganz so groß an Äpfeln und an Zwetschgen, aber ein paar haben wir bekommen. Hier haben wir noch Reniklonen, davon hatten wir dann tatsächlich mehrere. Wir haben so grüne Reniklonen, auch da haben wir Mus gemacht. Also hier ist so unsere Dessertabteilung. Die Marmeladen haben wir schon. Dann würde ich sagen,
Ich drehe euch um und wir schauen uns diese Seite an. So, hier sind wir jetzt auf der Seite, die im Frühling noch nicht ganz so voll war. Da habe ich jetzt hier meine Ansätze für das natürliche Antibiotikum. Hier habe ich noch ein paar Essige. Das ist jetzt das natürliche Antibiotikum, das ihr auf meinem Kanal schon als Video schon gesehen habt. Das ist ein Ansatz, das ist ein anderer Ansatz. Ich probiere so ein bisschen mit den Geschmäckern auch aus. Hier habe ich dieses Mal noch ein paar Apfelscheiben dazu gegeben. Mal gucken, ob das dann etwas leckerer wird, weil das natürliche Antibiotikum ist zwar extrem wirksam, wenigstens haben wir die Erfahrung gemacht. Allerdings ist es halt auch extrem gar nicht lecker. Das geht echt schwierig rein und ich versuche da immer wieder ein bisschen zu experimentieren mit Kräutern und Gewürzen. Also hier natürliches Antibiotikum, einmal ohne, einmal mit Apfel, also Fire Cider. Und hier haben wir ein natürliches Antibiotikum schon mit Honig zum Oxymehl verfeinert. Das ist jetzt schon mal fertig, ready to go. Und dann haben wir hier noch einen Apfel-Ingwer-Zitronen-Essig-Auszug. Auch das ist ähnlich wie das natürliche Antibiotikum. Allerdings ist da halt jetzt keine Schärfe dabei, also kein Meerrettich, kein Chili und solche Dinge. Dann haben wir hier meinen ganzen Stolz tatsächlich. Ich habe dieses Jahr mal ausprobiert, ob das klappt bei mir im Garten mit Süßkartoffeln. Hier habe ich ja schon ganz, ganz tolle Süßkartoffeln. Das sind die Orangen, die habe ich im Kübel angepflanzt. Die sind wirklich sehr groß geworden. Also der hat es richtig gefallen bei uns. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Die werde ich allerdings noch einschlagen in Zeitungspapier, dann halten die länger. Danke für den Tipp, das hat mir jemand von meinen Followerinnen gesagt, dass die in Zeitungspapier eingeschlagen, im Keller dunkel und kühl gelagert, ewig halten. Wie gesagt, ich habe mit Süßkartoffeln nur so weit Erfahrung, dass ich sie sehr gerne esse und koche, aber ich habe sie noch nie selbst angebaut. Dann wollte ich unbedingt mal lilane Süßkartoffeln probieren. Und auch da muss ich sagen, haben wir eine ganz tolle Ausbeute dieses Jahr. Auch die werde ich noch in Zeitungspapier einschlagen. Und dann können wir die hoffentlich auch genauso lange lagern. Und natürlich werden wir auch ein paar Rezepte machen. Wir haben schon probiert. Ich muss sagen, bei mir auch farblich, wenn man dann so ein lila Kartoffelpüree auf dem Teller hat. Also das stelle ich mir schon toll vor. Im Winter hast du halt auch ein bisschen Farbe auf dem Teller. Ne? Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn du Blaukraut nimmst oder rote Beete. Nur weil man jetzt die Kartoffel halt in Gelb oder in die Süßkartoffel in Orange kennt, muss das ja noch lange nicht heißen, dass man kein lilanes Kartoffelpüree essen kann oder kein lilanes Süßkartoffelpüree. Also da freue ich mich extrem. Das waren jetzt hier eine Pflanze und das waren vier Pflanzen. Also fürs erste Mal bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Dann haben wir hier noch ein bisschen Popcornmais. Ich habe meinen Popcornmais oben in der kleinen Speisekammer. Den hier habe ich jetzt so dekorativerweise noch so ein bisschen gelassen, weil jetzt ist er dann die Herbstdeko, dann kommt er noch ein bisschen raus. Und dann nehme ich die Kerne praktisch alle runter und dann haben wir einen ganz tollen Mais für unser eigenes Popcorn. Und das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich habe ja eine Getreidemühle und ich dachte mir auch, ich könnte damit Maismehl selber machen. Jetzt schreibt aber mein Hersteller, dass man das nicht kann. Aber ich weiß, dass viele von euch das machen. Vielleicht mögt ihr mir mal schreiben, was ihr da für eure Erfahrungen sind, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Ja oder nein? Weil sonst frage ich direkt auch bei meinem Hersteller mal nach, was denn jetzt stimmt, weil viele machen es. Ich würde ja zu gern mal Maismehl selber machen. Das würde mich interessieren, ob ihr mit eurer Getreidemühle schon mal Mais gemahlen habt und wie das geklappt hat und wenn ja, auf welcher Stufe. Also her mit dem Wissen, her mit den Infos. Ich probiere echt immer wieder gern Neues aus. Dann haben wir hier etwas Kokosöl. Das ist so für ja, Essen. Und also fürs zum Kochen, Backen und hauptsächlich aber auch für die Körperpflege. Ich nehme Kokosöl sehr gerne hier auch für die Haare her. Oder wenn ich im Winter ein bisschen trockene Haut habe, dann mache ich das gerne hier mit dem Kokosöl. Was ich essen kann, kann ich auch auf die Haut geben. Und wie gesagt, früher war es halt auch viel mit Kochen und Backen. Aber seit ich das mit dem Ghee mache, mache ich das eigentlich alles überwiegend mit Ghee. Ghee haben wir ja.
Butterschmalz auch schon selber gemacht hier auf meinem Kanal. Verlinke ich euch auch gerne unten. Ist ein ganz tolles Brat- und Backfett, wobei ich es tatsächlich zu 99% aller Fälle zum Braten hernehme, weil zum Backen nehme ich Butter. Also ich weiß, man kann da oder viele backen damit, aber ich mache das hauptsächlich tatsächlich zum Braten und ich mag diesen feinen Buttergeschmack und vor allem ist der nicht aromatisiert, sondern der kommt ja wirklich aus der Butter. Wer es noch nicht kennt, schaut euch das Video an. Es ist so einfach gemacht und es ist ganz was Tolles zum Braten und Backen, weil es einen höheren Rauchpunkt hat. Also das dürft ihr sogar etwas höher erhitzen als zum Beispiel das eine oder andere Öl. Also da müsst ihr sowieso immer schauen, das Öl sollte auch für hohe Temperaturen geeignet sein, dass das eben höher erhitzbar ist, einen höheren Rauchpunkt hat und damit kann man sogar frittieren. Also nur, dass ihr das, falls ihr es nicht kennt, schon mal gehört habt. Dann haben wir hier, da gehe ich jetzt gleich drauf ein, hier bleiben wir noch schnell bei den Einkochgläsern. Hier habe ich noch zweierlei Dips, einmal selbstgemachte Salsa. Das ist was Tolles zum Spieleabend, zum Fernsehabend. Und ich sage euch jetzt, sobald der Oktober losgeht, bin ich auch. Wir haben da ein paar Filme, die wir uns immer wieder gerne anschauen. Ab Oktober im Endlos-Turnus. Das sind unsere, wie soll ich sagen, Herbst-Must-Haves, diese Filme, ähnlich wie viele Leute sich in der Weihnachtszeit drei Nüsse für Aschenbrödel anschauen oder Haselnüsse für Aschenbrödel anschauen. So haben wir im Oktober unsere Ritualfilme oder unsere Rituale. Und da ist es halt toll, wenn man dann ein paar leckere, gesunde Knabbereien macht und so einen Sauerteig-Cracker, die werden wir auch miteinander machen, Sauerteig-Cracker hier reingedippt, ist unglaublich lecker. Wir haben hier einmal die Sweet Salsa für alle, die nicht ganz so scharf mögen und hier einmal die Hot Salsa für Leute, die es eben schärfer mögen. Da gehöre ich dazu und mein Jüngster. Das darf dann schon durchaus mal ein bisschen nachflammen. Die ist eben mit Peperoni, die ist eben nur mit Paprika und sehr, sehr lecker. Da gibt es noch kein Rezept auf YouTube, aber kommt bald, weil die machen wir auf jeden Fall miteinander, weil das ist was Tolles. Kann man aber genauso gut auch als Würzpaste nehmen, dass ihr das zum Beispiel, also das ist jetzt hier eher flüssiger, es ist so eine leichte, dip-mäßige Konsistenz, also nicht ganz so dick wie eine Paste. Ich hätte es als Paste machen können, dann hätte ich es noch ein bisschen stärker einreduziert, aber jetzt gerade wollte ich es halt so halbflüssig haben und das ist um Welten besser und gesünder als das, was ihr zum Beispiel zu Tortilla-Chips sonst bekommt und schmecken tut es genauso, habe ich mir sagen lassen. Also das ist ein großes Kompliment und das ganz ohne Geschmackverstärker und sonstige künstliche Zusatzstoffe oder Konservierungsstoffe und dem ganzen Brimborium können wir einfach selber machen und werden wir auch bald als Rezept miteinander machen, weil wir haben nur noch 5 Gläser und das ist wenig. Dann haben wir hier unser Ajvar, das haben wir ja erst vor kurzem miteinander gemacht. Das ist das tolle, wirklich feste Ajvar mit dem dass ihr als Dip nehmen könnt, als Würzpaste, das wir eben schon auf meinem Kanal gemacht haben. Schaut euch auch das gerne an. Ich habe da etwas mehr Auberginen verwendet, als man normalerweise nimmt und bin damit aber sehr gut gefahren. Also die Aubergine kommt da kaum raus, gibt dem Ganzen aber noch Textur. Geschmacklich ist es tatsächlich sehr stark, dieses schärfige Paprika-Aroma, das scharfe Paprika-Aroma. Das ist eine ganz tolle Sache hier mit diesem Ajvar. Auch das zum Dippen für aufs Brot oder zu Fleischgerichten oder eben als Würzpaste. Also wenn ihr einer Tomatensoße nochmal so den richtigen Wumms geben könnt, ist auch Ajvar, sind hier auch die Salsa. Also eine ganz tolle Sache dafür. Um mal bei der, ne, dass man es mal gehört hat. Oft weiß man ja gar nicht, und was mache ich dann damit? Also nur dippen tue ich ja auch nicht den ganzen Tag, sondern man kann damit ja auch würzen. Dann haben wir das Pflaumen-Zwiebel-Chutney, das haben wir schon miteinander gemacht. Hier das Pflaumen-Zwiebel-Chutney, auch schön fest geworden. Und hier das ein Pfirsich-Chutney, das geht auf die ganz gleiche Art, wie wir das Pflaumen-Zwiebel-Chutney gemacht haben. Hier habe ich nur Pfirsiche anstelle von Pflaumen verwendet. Zwiebeln sind auch drin, also im Prinzip das gleiche in fast grün, ne? Dann haben wir noch ein letztes Glas morolsche Karottensuppe. Die ist auch bei uns in der Abteilung Hausapotheke ein Game Changer. Das ist, wer es nicht kennt, morolsche Karottensuppe ist super für Magen-Darm-Beschwerden und auch unser alter Senior, für den ich ja auch so ein bisschen mitkoche. Wir haben
einen 12 Jahre alten Hund. Der hat Arthritis, der hat es auch immer wieder mit dem Magen. Für die Arthritis gibt es auch immer wieder Knochenbrühe, weil die halt einfach super gut ist für Sehnen, Bänder, alles das. Da ist Kollagen drin, da sind Mineralien drin, alles das, was halt bei Arthrose, Arthritis hat er nicht, Arthrose, was bei Arthrose eben ja, zu Schmerzen führen kann oder Linderung schafft, ist halt hier so ein bisschen Knochenbrühe, die schafft eben da Linderung. Und hier die Moroge Karottensuppe ist eben auch für Hunde eine tolle Sache, wenn sie einen empfindlichen Magen haben. Er kriegt zwar schon Seniorenfutter und wir sind da auch im engen Austausch mit dem Tierarzt, aber immer wieder mal, wenn es im Magen krummelt, das ist nicht so oft, aber dann gibt es die Moroge Karottensuppe und auch für einen selber. Bei Durchfallerkrankungen oder Magen-Darm-Erkrankungen hilft eine moroische Karottensuppe super. Dann haben wir jetzt hier noch eine ganz leckere Dessert-Geschichte. Das hier sind auch aus den Äpfeln Apfelstückchen. Nicht als Kompott eingekocht, sondern etwas fester, etwas sämiger, cremiger. Das mache ich total gerne, wenn wir dann im Herbst, Winter Zimtschnecken machen mit Apfelstückchen. Das ist eine tolle gedeckte Apfelkuchenfüllung. Also das ist so eine richtige Apple Pie Filling, sagen die Amerikaner. Das ist was Tolles und da ich ja noch ein paar Äpfel bekommen habe, werde ich das nochmal machen. Und dann machen wir das auch miteinander. Und dann haben wir da ein ganz tolles, oder auch für Apfeltaschen, für so kleine Teigtaschen, Sachen, egal ob das jetzt Hefeteig oder Blätterteig ist oder sowas. Dankt mir später, das ist sowas Leckeres. Und mach mal, genau, das ist sowas Leckeres. Und mit ein bisschen Zimt oder mit ein bisschen Apple Crumble Gewürz, also Nelken oder Muskat oder so, könnt ihr das Ganze auch nochmal extra weihnachtlich gestalten. Und das hat beim Kochen schon so gut geschmeckt. Ich hätte fast ein Glas einfach so weggeschnappert. Also das ist Glück tatsächlich. Dann last but not least, bis jetzt mein letztes ein Kochwerk, aber ich koche das ganze Jahr über ein. Das heißt, also mit dem hier haben wir jetzt nur mal die aktuelle Erntephase hinter uns gebracht und die aktuelle Saison-Einkochen, das aktuelle Saison-Einkochen abgefrühstückt. Da ich aber das ganze Jahr einkoche, weil wir ja eine permanent rotierende Speisekammer haben. Also das ist jetzt nicht hier, ich koche ein und das bleibt jetzt für, wenn mal schlechte Zeiten sind, hier stehen, sondern das ist tatsächlich unser persönliches, gesundes Fastfood. Also das hier ist meine Convenience-Food-Ecke und so nehmen wir auch raus, so füllen wir auch wieder nach und deswegen werden wir auch das ganze Jahr über einkochen. Also Herbst, Winter machen wir jetzt dann die ganzen Eintöpfe, die wir ja im Sommer nicht gebraucht haben und die wir eben bis zum Sommer verbraucht haben, damit ich jetzt Platz habe für andere Dinge. Aber natürlich kommt auch wieder die Eintopf-Einkochzeit, die Suppensoßenzeit. Also das machen wir dann auch alles noch miteinander. Hier unser letztes Glas Marmorkuchen. Nein, Schokokuchen sogar. Marmor ist schon aus, siehst du mal. Auch da werden wir wieder einiges miteinander backen. Die sind nämlich auch immer sehr praktisch, wenn wir dann an so verregneten Sonntagen unseren Spielenachmittag machen. Wir sind ja großartige Brett- oder Boardgame-Spieler. Das machen wir sehr häufig und sehr gerne. Und wir haben da auch wirklich viele, viele Gesellschaftsspiele, die wir sehr gerne spielen. Ich glaube, wir haben eine ganze Schrankwand voll, nur mit eine Schrankseite, nur mit Spielen. Deswegen sind die auch immer ganz toll für, oh, wenn eine Spielrunde ein bisschen länger dauert, oh, irgendwie haben wir so ein bisschen ein kleines Hungergefühl, dann gehen wir in den Keller, holen hier so ein Glas mit Kuchen, die in schöne Runde, und die sind ja so schön mit den runden Scheiben, die in schöne Scheiben geschnitten. Und dann gibt es einen Kaffee dazu und dann geht es in die nächste Runde oder in die Revanche, je nachdem, wo wir gerade stehen. Also auch das werden wir definitiv miteinander nochmal machen. Bis dahin Schokokuchen, Marmorkuchen ist weg und Ameisenkuchen ist auch weg. Tja, so schnell kann es gehen, gell? Mehr konnte ich euch jetzt, das Glas mussten wir jetzt aufheben, damit ihr euch überhaupt zeigen kann, dass es Kuchen im Glas gibt, falls ihr es noch nicht gehört haben solltet. Dann haben wir jetzt hier schon ausgelagert aus unserem anderen Keller. Wir haben ja aus Platzgründen uns jetzt mal in den Kellervorraum auch noch ausgebreitet. Hier haben wir noch eine Schrankwand, wo die ganzen Wintersachen stehen. Also da steht jetzt mit dem Rücken, wo die Winterski und so weiter Sachen sind. Die, glaube ich, möchte ich dann mit der Zeit entfernen und auch da noch Regale hinstellen. Denn Skiklamotten oder sowas
können wir auch in den Heizungskeller. Also wir sind ja hier am Alpenrand, also Skifahren ist bei uns Thema, aber das muss jetzt nicht im Vorratskeller sein, das kann auch in den Heizungskeller. Und wenn das weg ist, dann kann ich da nochmal so ein paar Regale hinstellen und dann kann ich eben alles aus dem Vorraum auch hier reinbringen oder vieles wenigstens, dass wir beim Thema bleiben, weil das ist was, was ich gerne mag, dass ich nicht hier was habe und da was habe, sondern gesammelt an einem Fleck. Und was ich dieses Jahr enorm ausgebaut habe, eben weil ich jetzt den Platz geschaffen habe durch meine Aufräumaktion im Frühjahr, ist auch gedörrte Vorräte. Zum Beispiel jetzt wie hier Zucchini. Zucchini-Schwämme darf keinen mehr schockieren, denn wenn man nicht zum Verarbeiten kommt, dann dörrt ihr euch einfach die Zucchini. Inzwischen habe ich sogar so 2, 3 mehr Gläser. Dann dörrt ihr euch einfach die Zucchini und dann könnt ihr die entweder zu Zucchini-Mehl machen, das heißt die gedörrte Zucchini mit eurer Gewürzmühle ganz fein verhäckseln oder eurem Blender und dann habt ihr Zucchini-Mehl. Das könnt ihr zum Beispiel vom Eindicken für Soßen nehmen oder Eintöpfen nehmen oder ihr gebt die Zucchini genau so, wie sie ist, oder zum Backen könnt ihr es auch nehmen. Ihr gebt die Zucchini genau so, wie sie ist, in einen Eintopf, die rehydriert sich. Oder ihr gebt sie in ein Glas Wasser und lasst sie rehydrieren, dann gibt sie aber auch wieder Wasser ab. In dem Fall schmeiße ich es aber schon in eher zum Beispiel flüssige Soßen mit dazu. Wie zum Beispiel diese hier, die wir vorhin hatten. Wir haben jetzt hier unsere sehr flüssige Tomatensauce, die hat genug Flüssigkeit, um die Zucchini hier auch noch aufsaugen zu lassen. Dann ist die aber gleichzeitig schon wieder eingedickter, auch durch die Zucchini. Und dann haben wir da ein 1A Zucchini-Lasagne. Und zwar so. Das ist genau das, warum ich das mache. Das freut mich so, weil ich kann einfach hier was nehmen, ich kann da was nehmen. Das ist wirklich Grab and Go. Und wir haben dann Kochen im Baukastensystem, aber gesund. Und zwar ohne Konservierungsstoffe, weil wir brauchen einfach nur einen Dörrapparat. Wir machen uns einmal die Mühe und die Arbeit. Und das kann jetzt hier bei guter Lagerung auch 1, 2 Jahre stehen. Das interessiert das Gemüse überhaupt nicht. Und das finde ich so toll. Also hier Zucchini für eine Zucchini-Lasagne oder eben für Zucchini-Mehl. Hier habe ich zum Beispiel Schwammerl getrocknet, also Champignon getrocknet. Auch das könnte man wieder mit einer solchen Soße zusammenschütten. Oder eben auch hier mit der flüssigen 1-Liter-Soße. Dann können wir eine Schwammerl-Lasagne machen oder Schwammerl-Pasta, weil wir das zusammenschütten. Die Flüssigkeit wird von den Schwammerln aufgesaugt, genau wie bei der Zucchini. Und dann hast du eine ganz tolle, dicke, sämige Soße und du hast es selber gemacht. Du musst nicht irgendwo hinfahren, du musst dich nicht lang hinstellen. Wenn man das nämlich gleich mit der Hitze zusammen einfüllt, hier ein bisschen was, also die Soße aufheizen lässt, hiervon ein bisschen was reingibt, dann haben wir da in 10 Minuten, Viertelstunde das Ganze rehydriert und haben ein tolles Essen ohne irgendwas drin, außer gesund. Und das ist doch was Tolles, oder? So, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr bei Teil 1 dabei wart. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel zu erzählen habe. Und ich denke mir, es ist, glaube ich, jetzt bei Minute 40 kein schlechter Zeitpunkt, um einfach einen Cut zu machen. Und dann geht es nächste Woche weiter mit, wie ihr seht, hier ganz viel noch mehr Infos zu Gedörrtem. Das hattet ihr euch ja gewünscht. Ich zeige euch auch, wie ich meine Getreide hole und neu einlagere. Da haben wir ja im Keller diese großen weißen Lebensmitteleimer. Und da habe ich wieder Nachschub besorgt bei unserer Mühle hier vor Ort, die das auch selber anbaut. Und erzähle euch dann da noch ein bisschen ausführlicher, auch zum Gedörrten und auch zu selbstgemachten Gewürzen. Werden wir nächste Woche einiges mehr noch hören und eben ganz besonders auch über die Haltbarmachung und Lagerung von Getreiden und Hülsenfrüchte. Dann hoffe ich, hat euch dieses Video heute gefallen. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende geblieben. Hände hoch, wer es so lange durchgehalten hat und immer noch dabei ist. Freut mich sehr, danke fürs Zuhören und dann hören und sehen wir uns nächste Woche in meinem Keller mit Teil 2 unseres Kellerladens. Und ich freue mich auf euch. Bis dahin, eine schöne Zeit, eure Saskia.